Asien, Pazifik und Infrastruktur, das sind zwei Themen, die idealtypisch zusammenpassen, ebenso wie das Tropenhaus hier in Berlin und Rainer Fritsche von Ovid Partner, der hoffentlich jetzt hier pünktlich vor meinen Füßen zum Stehen kommt. Das hat gerade so geklappt. Lieber Herr Fritsche, schön, dass Sie direkt vor mir zum Stehen gekommen sind. Hier am Tropenhaus, am asiatischen Tropenhaus in Berlin-Steglitz. Wir wollen über Asien, Pazifik und Infrastruktur sprechen. Da passt dieses Motorrad natürlich glänzend dazu, hoffe ich jedenfalls. Ist es denn eine Honda, also sprich aus Asien? Herr Franek, es ist ein asiatisches Motorrad, da gebe ich Ihnen recht. Aber es ist eine indische Royal Enfield, die mehr oder weniger seit 1957 in derselben Art und Weise gebaut wird. Außer ein paar Komponenten neuer Infrastruktur, sowas wie elektronische Einspritzung, ABS und Scheibenbremsen. Aber wenn man sich überlegt, Royal Enfield ist Marktführer in Indien und der Absatzmarkt besteht da aus über 1,4 Milliarden Indern, dann ist das schon eine interessante Kombination. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Tropenhaus, schauen uns um, wie es drin aussieht und reden weiter über Asien und Infrastruktur. Aber das Motorrad lassen Sie bitte draußen. Und viel schwer, das Motorrad unten allein stehen zu lassen? Nein, weil ich wusste im Endeffekt, was mich erwartet. Traumhafter Blick, in der Tat. Herr Fritsche, Sie sind in Europa zu Hause, ich habe es angedeutet, in Berlin. Sie kennen Amerika gut, aber investieren in Asien, Pazifik. Warum? Der asiatisch-pazifische Raum ist für uns ein Wachstumsmarkt, sowohl in der alten Infrastruktur als auch in der neuen Infrastruktur. Neue Infrastruktur, was Telekommunikation, Digitalisierung, Datenübertragung, Renewable Energy angeht. Und natürlich alte Infrastruktur wird weiterhin gebaut, wie Mautstraßen, wie Häfen, wie Eisenbahnlinien. Ja, wenn Sie sich Bevölkerungszahlen angucken, ich habe vorhin schon die Inder mit 1,4 erwähnt, dann haben Sie die Chinesen nochmal mit 1,4 Milliarden. Sie haben die Indonesier mit knapp 300 Millionen Menschen. Und wenn Sie das vergleichen mal mit den USA mit nur 333 Millionen, dann kann Ihnen ganz schnell bewusst werden, was das für Größenordnungen sind. Und auch wenn wir uns die demografische Zusammensetzung angucken, dann finden Sie in Asien rund ein Viertel der Bevölkerung unter 15 Jahre. 16% sind es in Europa. Und Sie finden aber im Gegensatz dazu rund 19% der Menschen in Europa, die über 64 Jahre sind. Und nur 6% der Menschen in Asien, die über 64 Jahre sind. Und der IWF hat mal eine sehr, sehr schöne Kalkulation oder Berechnung angestellt, dass wenn Sie 1 Million US-Dollar in öffentliche Infrastruktur investieren, schaffen Sie zwischen 3 bis 7 Arbeitsplätzen in den Industriestaaten. Aber Sie schaffen 16 bis 30 Arbeitsplätze in den einkommensschwachen Schwellenländern. Und das zeigt im Endeffekt die Wachstumsmöglichkeiten auf, die man in der asiatisch-pazifischen Region hat. Welche Rolle spielt denn der Rohstoffreichtum des Kontinents bei all Ihren Überlegungen, Herr Fritsche? Also ich unterscheide Rohstoffreichtum zwischen geistigen Rohstoffen und gerade hier im Tropenhaus erdgebundenen Rohstoffen. Steine könnten auch dabei sein. Steine könnten auch dabei sein. Und weil Sie gerade Sand ansprechen, ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Und wenn man sich überlegt, dass Australien zu dieser Region gehört und ein extrem rohstoffreiches Land ist, welches rund 30% der weltweiten Uranreserven beherbergt, aber trotzdem noch Eisenerz, Kohle, Kupfer, Gold, Bauxit etc. fördert, dann zeigt das auf was im Endeffekt diese ganze Region zugreifen kann. Wenn wir uns geistige Rohstoffe angucken, dann wissen die wenigsten, dass schon seit Jahren die weltweiten Patentanmeldungen zu über 45% pro Jahr aus China kommen und nicht mehr aus Europa. Und wir sind es gewöhnt, koreanische und japanische Produkte zu verwenden, schon seit Jahrzehnten. Und dahinter steckt Rohstoff, geistiger Rohstoff. Und das fließt natürlich dann auch in diese Region rein und ist ein weiterer Punkt, warum wir das für eine Wachstumsregion halten. Ich sehe ein paar Schweißperlen. Entweder liegt es an den Fragen, Herr Fritsche, oder am Tropenhaus. Nein. Jacke aus? Die Lederjacke ist weg, Herr Fritsche. Angenehmer jetzt? Auf alle Fälle. Warm werden könnte einem aber mit Blick auf China. Zu viel Regulierung, das könnte im schlimmsten Fall die ganze Region Asien-Pazifik leben. Haben Sie da keine Angst vor? Nein, davor habe ich keine Angst. Natürlich hat das Auswirkungen, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass China nur ein Teil der Region ist, Nummer eins. China benötigt die Anrainerstaaten auch als Exportnationen. Wenn man genauer hinguckt, wer eigentlich reguliert worden ist, dann sind es die fast internationalen Unternehmen wie Alibaba oder Tencent, die also schon Einfluss haben könnten, vor allen Dingen auf das Geschehen in China, auf die Partei natürlich.
Und die Unternehmen aus der zweiten Reihe, die uns interessieren, sprich also ob sehr interessante Produktionen natürlich fahren, die werden vollkommen in Ruhe gelassen. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein Stück weit bei China bleiben. Geht es den Chinesen, geht es der Kommunistischen Partei nicht am Ende nur um den schnöden Mammon oder wirklich ums Zusammenführen der gesamten Region? Und welche Rolle spielt das Freihandelsabkommen RCEP dabei? Für mich das Wichtigste ist, dass die Chinesen nur ein Teil dieser Region sind. Sie sind sehr groß, sie sind sehr mächtig, überhaupt keine Frage. Aber jede Regierung, egal ob in Europa, Amerika oder in Asien, hat eigentlich Interesse, Arbeitsplätze zu schaffen, Einkommen zu generieren, Wohlstand zu schaffen und damit sozialen Frieden. Und das geht den Chinesen genauso wie den Malaien oder wie den Indonesiern oder Thais. Die RCEP, die gegründet worden ist, die Regional Comprehensive Economic Partnership, als größte Freihandelszone der Welt mit über 2,2 Milliarden Menschen als Bevölkerung, steht dafür, dass man unabhängig davon, ob eine Volkswirtschaft liberalisiert ist oder nicht, sich geeinigt hat, 90% aller Zölle abzubauen. Und wenn Sie sich das mal in der Gesamtheit wieder vorstellen, die Rohstoffe auf der einen Seite, die vorhanden sind, worüber wir vorhin gesprochen haben, und auf der anderen Seite dann 90% aller Zölle abgebaut, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass dort Wachstum existiert, unabhängig von den USA und unabhängig auch von Europa. Apropos Wachstum, ich habe Bambus gesehen. Wo ist er, Herr Fritsche? Gehen wir hin. Gehen wir hin. Und wir haben in der Tat den Bambus gefunden, das Stichwort für Wachstum. Wir haben festgestellt, Rohstoffreichtum, Ideenreichtum, Freihandelsabkommen, all das generiert Wachstum in Asien, im Raum Asien-Pazifik, Herr Fritsche. Aber mir fehlt so ein Stück weit die Fantasie, wo jetzt das weitere Wachstum herkommen soll. Geben Sie uns ein paar Akzente. Das Interessante in dieser Region ist, dass sowohl aus der neuen als auch aus der alten Infrastruktur Wachstum kommen wird. Wenn Sie an neue Infrastruktur denken, wie erneuerbare Energien, wie E-Mobilität, dann gibt es Zahlen, dass alleine bis zum Jahr 2030 rund 20 Millionen E-Autos in Japan, Indonesien und China nur unterwegs sind. Wenn Sie an die Telekommunikation denken, wenn Sie an die Digitalisierung denken, dort ist unten Wachstum. Wir haben die Bevölkerungszahlen uns vorhin angeguckt. Aber wenn Sie alte Infrastruktur auch nehmen, dann haben Sie beispielsweise 13.000 indonesische Inseln, wovon 900 bewohnt sind. Und diese 900 haben alle mindestens einen Hafen. Und Indonesien ist einer der größten Flüssiggasexporteure der Welt. Sprich, die Häfen müssen vorbereitet werden oder ausgebaggert werden, um auch diese großen Flüssiggastanker dann in Empfang nehmen zu können. Wenn Sie an Australien denken, die Weite Australiens wird über Mautstraßen oftmals dann abgedeckt. Oder denken Sie an Japan, klassische japanische Eisenbahnunternehmen. Das Interessante für uns ist, dass Sie dort neue Infrastruktur bauen und Sie renovieren nicht und Sie schließen keine Lücken, wie wir sie beispielsweise ja in der Digitalisierungsbereich in Deutschland sehen. Das ist die Chance und darin steckt das Wachstum. Und da Sie über den elektrischen Antrieb gesprochen haben, Herr Fritsche, folgt bei Ihnen dann irgendwann das elektrische Motorrad, sozusagen das E-Bike? Ich habe Ihnen ehrliche Antworten gegeben, Herr Franek, und ich bin mir sehr sicher, dass es kein E-Bike wird, da ich ein eindeutiger Anhänger des Verbrennermotors bin. Dann schauen wir uns doch abschließend nochmal die Schönheit Ihres Verbrennermotorrades an.